Hier spricht wieder Ustron. Es geht weiter mit einer neuen und verblüffenden Folge Breath of Fire 3. Und wir sollen die Gildenleute fragen, wo wir die Teile kriegen. Ihr sucht für uns die Teile. Richtig, das habe ich gerade gesagt. Erst der Leuchtturm, nun das. Wie können wir euch je danken? Indem du mir sagst, wo es die schönen Teile gibt. Gut, dass du trotzdem am Steuer bist, obwohl hier nichts, passiert. Das ist die Schiffsbrücke. Wir kümmern uns um alles, wenn das Schiff wieder läuft. Ja, gut. Dann könntest du doch, solange wie das Schiff nicht läuft, uns helfen, das Schiff wieder zum Laufen zu bringen. Maybe, vielleicht, eventuell. Wie wär's denn? Hm? Comprende? Naja, egal. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Da können wir noch reingucken. Nö. Hier kann man von Bord springen, falls man dann doch keinen Bock mehr hat. Guten Tag. Was? Ihr wollt nach den Teilen suchen? Ja. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich meine, das ist eigentlich unsere Aufgabe und so. Du solltest vielleicht zurück in die Stadt gehen und es mit dem Gildenmeister besprechen. Okay. Wie heißt denn der Gildenmeister? Das würde ich gerne mal wissen. Außerdem würde ich gerne mal nicht zu zweit hier rumlaufen, sondern schon mit drei Mann. Nina will er mir vorschlagen. Ja, ich nehme Nina ruhig mit und Pekko. Ein schwaches Team sozusagen, das man eventuell ein bisschen trainieren kann. Ryu wird schon alles hinkriegen. Dann lass uns doch mal mit dem Gildenmeister reden in Trödelstadt. Ich denke mal, den Meister meinte er und nicht irgendjemand anders. So, guten Tag. Wo finde ich den Gildenmeister? Mir wurde aufgetragen, alle Gildenleute einzulassen. Doch ich habe nicht den Gildenmeister persönlich hier erwartet. Okay. Ja, stimmt, wir haben ja noch den Pass, ne? Hm, aber es gibt immer noch viele Leute, die Magie benutzen, weißt du? Worum geht's denn? Christenergie hat eine Ähnlichkeit mit magischer Energie. Ich wette, dass es in jenen Tagen, als man die Maschinen baute, eine Menge Magie gab. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie mit dem Gildenmeister reden. Bist du der Gildenmeister? Guten Tag. Der Maschinensoldat ist seit meiner Kindheit bei mir. Er ist ein guter Kumpel. Guten Kumpels gibt man gerne mal einen Maschinensoldaten. Der sieht aus wie der Meister. Könnten Sie mich bitte durchlassen? Guten Tag. Du willst nach Teilen suchen? Nö, das geht nicht. Nur Gildenmitglieder sind dazu befugt. What? Aber eigentlich stört es mich nicht. Je mehr Hände zupacken, desto schneller ist die Arbeit getan. Du solltest runter zum Stahlstrand gehen. Das ist der beste Ort, nach Ersatzteilen zu suchen, weißt du? Ich habe mir schon sowas gedacht wie, wir müssen zum Stahlstrand gehen. Seitdem ich das letzte Mal kurz dort war, um den Namen lesen zu dürfen. Da bin ich jetzt aber mal mehr als gespannt, was da so abgehen tut. Erstmal campen bevor dem Strand. Weil, ihr wisst ja, auf Strandgrundstücken darf man nicht campen. Zumindest oft nicht. Guten Tag. Ey, du bist ja noch wach. Pushu, pushu. Und was heißt das? Ich frage mich, was so spaßig daran ist, an Dingen wie Maschinen herumzubasteln. Ja, das ist, wenn man ein Hobby hat, dann ist das halt witzig. Für andere Leute nicht, aber für einen selbst. Die Maschinen werden ja angespült, klar. Da fragt man sich, was auf der anderen Seite des Ozeans ist. Industrie, vielleicht? Teile, am Stahlstrahlen sollten welche zu finden sein. Ich bin immer noch mehr als skeptisch. Okay, wir erfahren immer mehr von dieser Welt. Also irgendjemand schmeißt einfach Maschinen in den Ozean. For no reason. Und die werden alle angespült hier auf diesem Kontinent. Und da, wo die Maschinen herkommen, weil wir müssen auch Richtung Norden, da sollen wir hin. Und das hat was mit dem Gott zu tun hier von Gar. Und das hat irgendwas mit Drachen zu tun. In irgendeiner Weise. Und vielleicht auch mit Magie. Ich weiß es nicht. Ich frage mich echt, was hier los ist. Irgendwas hier faul. Ich denke mal, der Stahlstand wird ziemlich heftig sein. Deswegen wollte ich auch nochmal speichern. Nicht, dass ich das ganze Gequatsche nochmal ertragen muss. Kontakt, Stahlstand. Muss ich erst durch eine Höhle gehen, oder?
Oh, schicke Melodie. Ja, erst durch Höhle. Guten Tag, Herr Gildenmeister. Weiter vorne ist eine Stelle namens Stahlstrand. Sie heißt so, weil da alle Maschinen angespült werden. Und wir haben uns nie gefragt, warum. Ich sagte, dass ihr da nicht rein dürft. Dieses Gebiet gehört zur... Hä? Ihr habt die Erlaubnis des Meisters? Oh, okay, dann geht hinein. Hätte ich das nicht von Anfang an sagen können? Einfach sagen, ja, ich hab die Erlaubnis. Wenn er so gutgläubig ist. Guten Tag. Ihr sucht nach Teilen? Nun, ihr könnt am Strand nachsehen, aber an eurer Stelle würde ich nicht ins Containerschiff gehen. Es ist gefährlich dort. Okay. Dies ist das alte, kaputte Containerschiff. Ist ein altes, kaputtes Containerschiff. Man kann darin eine Menge verschiedenes Zeug finden. Er ist ja der Ansager, oder was? Mit diesen Flaggen helfe ich dem Chef, das Seil ziehen genau abzustimmen. Warum? Wir haben Seil ziehen, um die Maschinen vom Meeresgrund hochzuholen. Okay. Ihr wollt ins Containerschiff gehen, um Teile zu suchen. Das habe ich nie gesagt. Hm, ich weiß nicht. Ihr seht alle ein wenig dürr aus. Habt ihr keinen starken wie mich als Hilfe? Hm, hätten wir schon, aber habe ich keinen Bock drauf. Die verfluchte Winde ist wieder defekt. Ach so, Winde wie Spule, ja. Wir müssen den Chef holen, damit er uns das Zeug hochzieht. Okay. Oh, gut, dass ich mich erst umsehe, bevor ich mal irgendwo hingehe. Und wir kriegen das. Mutant gehen. Oh, das ist schön. Ich bin ja noch nicht komisch genug. Da kann ich auch noch mutieren und dritten Arm aus meinem Bauchnabel wachsen lassen. Mit dem Stock suchen. Sucht die Teile. Die sind überall. Seht genau hin. Hier, dort, überall. Okay, anscheinend. Anscheinend sind hier viele Teile, aber es scheint so, als ob wir in dieses Containerschiff gehen wollen. Aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen, ohne uns hier umzugucken. Guten Tag. Manchmal trifft man hier auf Monster. Darum erlaubt die Gilde nur bestimmten Leuten, solchen, die sich bewährt haben, den Zutritt. Also mir, bing. Anscheinend nicht. Wartet, ihr könnt nicht hinein. Auch wenn der Meister sein Okay gegeben hat, ist es zu gefährlich. What? Wenn ihr echt hinein wollt, solltet ihr den Chef fragen. Gibt er sein Okay, könnt ihr alle hinein, okay? Ja, dann mache ich das doch. Wo ist denn der Chef? Wahrscheinlich doch der Trottel hier, ne? Ihr wollt ins Containerschiff gehen, um Teile zu suchen? Ich weiß nicht. Ihr seht alle ein wenig dürr aus. Habt ihr keinen starken wie mich als Hilfe? Okay, also ich muss wohl mit Garre losziehen. Und meine dürre Gruppe hier darf ich nicht mitnehmen. Das hätten die mir auch vorher sagen dürfen. Und wahrscheinlich kann ich auch hier nicht meine Mitstreiter wechseln. Warum gibt es diesen Knopf? Der ist nirgendwo, kommt ja zum Einsatz. Dass ich meine Alliierten wechseln kann. Nirgendwo. Aber ich habe diese Funktion. Das ist echt Kartoffelsalat mit Eiern. Ohne Scheiß. Was soll das denn? Ohne Sinn. Einfach random. Ich habe das, aber ich darf es nicht benutzen. Na gut. Dann nicht. Was möchtest du tun? Ich möchte mich ausruhen. For no reason. Weil ich es erschöpfend finde, dass wir die Leute immer Vorschriften machen, wen ich irgendwo hin mitnehmen darf. Und es kotzt mich an. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Vielleicht können wir nochmal eben in den Status gehen. Selbst hier, wo ich meine Alliierten genau hier wechseln, genau hier wechseln kann, darf ich nicht meine Mitstreiter per Taste wechseln, sondern muss ich das hier, Nina nehme ich mit, Pekko lasse ich da. So. Ich denke, das ist besser. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Zur Not machen wir das nochmal anders. Wenn er sich dann endlich mal entschieden hat, dass ich irgendwas machen darf. So. Dann gehen wir doch mal eine Runde mit Garre. Und fragen den mal, ob ich vielleicht jetzt da rein darf, wo ich meinen dicken Begleiter dabei habe. Der zwar nicht unbedingt stark ist. Naja, okay, aber, ne? Ihr wisst schon. Ihr sucht Teile, hä? Ihr könntet wohl eine Menge im Containerschiff finden.
Aber nur die besten Kämpfer der Gilde haben Erlaubnis, da hineinzugehen. Doch ihr seht recht gewieft aus. Stellt es euch, wenn ich prüfe, wie stark ihr seid? Eigentlich nicht, mach mal. Minigame Time! Ihr werdet bei der Bergungsarbeit helfen. Ihr und ich, wir werden gemeinsam am Seil ziehen und die Maschinen vom Meeresgrund hochholen. Lasst mich erklären, wie es geht, bitte. Wenn der Typ dort, der keinen Namen hat, aber für mich arbeitet, die weiße Flagge hebt, ziehe ich am Seil. Wenn er die Flagge senkt, stoppe ich. Die Zahl dort zeigt an, wie viel Seil noch übrig ist. Wenn er die rote Flagge hebt, ziehst du, okay? Zum Zielen des Seils drücke die X-Taste so schnell es geht. Das Seil durch Drücken der X-Taste ziehen. 500! Oh, okay. Und dann hält er wieder an, oder was? Ziehe, wenn die Flagge hochgeht. Wenn du faulenzt oder die X-Taste nicht drückst oder die Taste drückst, wenn die Flagge nicht oben ist, reiß das Seil und das war's dann. Und der Typ kann das einfach entscheiden. Und werft dann ein Auge darauf, wie viel Seil noch übrig ist. Bei einer Differenz von mehr als 2 Metern kommen wir aus dem Gleichgewicht und das Seil rutscht. Und das war es dann. Okay. Ja, dann machen wir mehr als 2 Meter, da bin ich jetzt mal gespannt. Und das war's. Im Grunde musst du nur Folgendes tun. Schau, wie viel Seil ihr habt und wie viel ich habe. Und drücke die Taste mit der richtigen Geschwindigkeit, klar? Nun, das dürfte alles sein. Fertig, ja. Okay! Und wenn du es schaffst, hast du dich bewährt. Achtung, Start! Wir haben aber gerade schon ein paar Meter gezogen. Ich gehe mal noch ein bisschen mehr. Gut. Ja, ein bisschen darf ich noch ziehen, denke ich. Okay. Ist natürlich schwierig. Ich weiß ja nicht, wie weit er zieht, ne? Weil er zieht jetzt einfach an mir vorbei. Also ich gehe mal auf C. Ups! Ich habe nicht versagt. Das ist ja... Was? Auch mit dem Ton. Das ist ja wohl eine... Das ist ja eine minimale... Etwas für schwierig für dich. Achte auf die Flaggen und verwechsel sie nicht. Das ist der Schlüssel. Nun komm zurück, wenn du es nochmal versuchen möchtest. Ja, ich würde auch peinlich berührt... Ich bin peinlich berührt. Eigentlich. Ich möchte die Regel nicht nochmal hören. Ja. Ich werde es schon schaffen, keine Sorge. Er hat nur einen Idioten gesucht, der seine Scheiße mit ihm macht. Weil er es alleine nicht fertig kriegt. Okay, also ich habe gerade irgendwie dann... So, ich darf jetzt gar nichts drücken, okay. Jetzt darf ich wieder drücken. Darf ich wieder drücken? Ich weiß zwar nicht warum. Okay. Also das ist auch, man muss sehr schnell aufhören zu drücken. Was ich ja eine Sauerei finde. Jetzt zieh, Junge! Ich will nicht morgen noch hier sein. 12 Meter 14. Okay. Achso, beide. Ach. Okay. Ich habe gut Meter gemacht. Jetzt darf er wieder ziehen und wieder ziehen, klar. Oh, jetzt habe ich aber fast mich verzogen hier. Oh, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Weil ich darf ja. Genau. Das ist doch nicht so schwierig gewesen. Gerade war es ein bisschen, Hampelpampel und so. 7 Meter 99. Mal dran. Okay, jetzt können wir gleichzeitig ziehen hier. Jetzt darf nur ich ziehen. Da ziehen wir noch ein Stück. So.
nämlich. Kein Problem, der Gas sieht ziemlich angestrengt aus. Na komm, gib alles. Wir wollen heute noch fertig werden mit dem Zug hier. Oh, ich gehe noch ein bisschen. Uff, das, dafür kriegen wir nie viele. Kannst du schon sehen, was es ist? Das ist noch ein Monster, da hast du dich aus. Das gibt's doch nicht. Chef, es sieht nicht wie eine Maschine aus. Aber was ist das? Lauft! Wirklich, ich muss erst ein Minigame machen. Jetzt schicken die mich in den Bosskampf. Was für ein Fang, was gar? Aber diesen Kampf... Ich muss jetzt erstmal Pause machen. Diesen Kampf machen wir erst in der nächsten Folge hier bei Breath of Fire 3. Sagt mir doch, was ihr davon haltet. Das ist ja wohl eine Frechheit, dass ich jetzt so ein Ding an Land gezogen habe. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal.